Herzlich willkommen beim Wirtschaftsbeirat Bayern, liebe Mitglieder, liebe Freunde, liebe Interessierte. Wir sind in neuen Räumlichkeiten hier beim Wirtschaftsbeirat Bayern und wollten eigentlich heute offiziell eröffnen, Gäste einladen, unsere interessierten Mitglieder einladen, um mit uns die neuen Räumlichkeiten zu begehen und ein bisschen zu feiern. Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und deshalb sind wir heute online präsent. Und wir haben einen ganz tollen Anlass, warum wir eben heute genau eingeladen haben. Wir haben nämlich vor kurzem dank unserer Galeristin Julia Finkeisen einen ganz tollen jungen Künstler Jakob Steiger entdeckt. Ich stehe gerade vor einem seiner Werke. Unser ganzes Büro ist derzeit Ausstellungsfläche für die Werke von Jakob Steiger. Ich bin fasziniert jedes Mal, wenn ich allein in mein Büro gehe oder wenn ich hier zu Gesprächen herkomme, freue ich mich über die Bilder. Sie inspirieren mich, sie regen mich an. Ich sehe, dass jedes Werk jeden Tag anders und neue Ideen werden damit verbunden. Also ich nehme Sie einfach heute mit. Gehen Sie mit mir auch durch unsere Räumlichkeiten hier. Lassen Sie sich inspirieren von Jakob Steiger, einem jungen Künstler, der neue Techniken entwickelt hat, der sehr stark auch philosophisch inspiriert ist. Und ich kann nur sagen, es ist eine kurze Reise wert. Kommen Sie mit zu uns in den Wirtschaftsbeirat Bayern. Mein Name ist Jakob Steiger. Ich habe Kunst studiert an der Kunstakademie hier in München. Ich habe zusätzlich noch Philosophie studiert bei den Jesuiten hier in München. Und ich habe mein Studium 2017 abgeschlossen. Ich komme ursprünglich von der Malerei. Ich habe Malerei studiert und Fotografie und ich versuche in meinen Arbeiten beide Techniken eigentlich miteinander zu verbinden und irgendwie so diese Schnittpunkte auszuloten, die es zwischen beiden Techniken eigentlich gibt. Meine Arbeitsweise lässt sich am besten so erklären, dass ich eigentlich immer ausgehend von einer Zeichnung oder Malerei mir eine Grundfläche schaffe, von der ausgehend ich dann weiterarbeite. Und zwar fotografiere ich diese Malerei und arbeite dann digital damit weiter. Es ist so, dass ich dann bestimmte Dinge hinzufügen kann. Ich kann Bereiche ändern, ich kann was wegnehmen, ich kann Farben ändern, ich kann Linien doppeln zum Beispiel. Alles im Digitalen und ganz am Ende von diesem Prozess wird die ursprüngliche Malerei aus dieser Datei herausgelöscht und was übrig bleibt, sind nur die Veränderungen und diese Veränderungen, die drucke ich dann über Digitaldruckverfahren wieder auf meine Malerei. Ich kenne den Jakob Steiger, zusammen habe ich ihn kennengelernt mit Karl Hufflös in meinem Open Salon, den ich in der Akademie der Bildenden Künste von 2009 bis 2015 jeden Montag um 19 Uhr eröffnet habe. Jetzt da mit Jakob Steiger, der war sozusagen einer der auffälligsten, interessiertesten, neugierigsten, offenen Studierenden in der Akademie und der hat sich auch aktiv dort eingebracht und haben dann etliche Abende zusammen bei Camus und Kafka und sonstigen Fragen und Sachen miteinander verbracht. Im Grunde war der Kern des Open Salons war die Fotoklasse. Ja? Das fand auch in der Fotoklasse statt, im Atelier der Fotoklasse. Die wenigsten Studierenden aus den Kunstpädagogikklassen sind jetzt da hingekommen, aber er oder auch in die Philosophieseminare, er hat da keine Verpflichtung gehabt, aber er ist sofort im ersten Semester saß er im Philosophieseminar, kam in den Open Salon, das war eben ein offenes Studienangebot, akademieübergreifend, thematisch übergreifend, hat eben auch kunstformübergreifend, medienübergreifend und das war ein Zusatzangebot, aber er hat alles genommen, was da war und hat ein ganz frühes Gespür schon gehabt, für wo es um was geht. Das ist beeindruckend für jemanden ab dem ersten Semester und er hat ja dann nie nachgelassen in diesem Gespür, ja, muss man sagen. Den Jakob kenne ich seit 2 Jahren, habe ihn auf eine sehr lustige Weise kennengelernt in den Räumen der Villa Stuck, wo er mich ansprach und sagte, Julia, ich möchte dir unbedingt mal meine Werke zeigen, meine Kunst, die musst du gesehen haben. Es hat sich dann sehr lange hingezogen. Ich glaube, ich habe 6 Monate gebraucht, bis ich endlich zu ihm gefahren bin und war dann umso mehr erstaunt und bin ihm heute sehr, sehr dankbar für seine Beharrlichkeit, die er damals hatte.
ich bin ein ganz großer Fan von ihm und bin sehr, sehr dankbar und glücklich, dass der Wirtschaftsbeirat im Dialog mit Politik, Wirtschaft und eben auch Kunst jetzt hier die Räume nutzt und freue mich, dass wir in diesem Dialog jetzt eingetreten sind. Für die Ausstellung im Wirtschaftsbeirat haben wir unterschiedliche Werke ausgewählt. Es sind hauptsächlich Leinwandarbeiten zu sehen, wo viel mit Collagetechnik gearbeitet wurde, also wo Fotodruck auf Folie oder Fotodruck auf Leinwand dann wieder auf Leinwand und über die Malerei drüber gelegt wird. Es sind ein paar kleinere Papierarbeiten zu sehen, wo es auch wieder um die Verbindung zwischen Malerei und Drucktechnik geht. Und dann gibt es noch drei Leuchtkästen zu sehen, die von der Technik her so sind, dass die dass es auch um eine Verbindung zwischen Malerei und Fotografie geht. Am Ende des Arbeitsprozesses aber eine digitale Datei steht, die dann gedruckt wird und über eine LED-Beleuchtung von hinten dann nochmal beleuchtet wird. Warum dies alles? Warum nicht enden? Warum nicht dieses in der Welt sein, dem nackten Dasein überlassen? Warum dieses Ringen? Warum dieses Ringen um Ausdruck in Wort und Bild unaufhörlich? Weil es sein muss, weil es nicht anders geht. Wer das Staunen nicht verloren hat, muss denken, muss einer Sache nachgehen und diese in eine Form gießen im kreativen Rausch. Sonst ist er verloren. Wie Pina Bausch es treffend formuliert, dance, dance, otherwise you're lost. Jakobs Dancefloor ist die Leinwand. Hier lädt er ein zum Pas de deux. Tanzen Sie mit. You're welcome.